Auf vielen Produktverpackungen sieht man immer mehr Barcodes für den Kassierprozess, Traceability-Informationen, interne Codes, Promotions und vieles mehr. Muss das sein? Nein! GS1 hat hierfür eine Lösung, GS1 Digital Link. In einfachen Worten ist GS1 Digital Link das GS1-System im World Wide Web. Doch was bedeutet das konkret? Jeder von uns kennt den EAN-Barcode und die darin kodierte Artikelnummer. GS1 Digital Link bringt GS1-IDs in ein webfreundliches Format, das man in vielen Datenträgern wie zum Beispiel einem QR-Code kodieren kann. Scannt man diesen QR-Code oder gibt die darin enthaltene Adresse in einen Browser ein, gelangt man sofort zu einer vom Markeninhaber festgelegten Seite. Klingt interessant. Kann GS1 Digital Link noch mehr? Ja, denn der große Mehrwert ist, dass man zu vielen Informationen und Services verlinken kann. Und das nicht nur für Produkte, sondern für alle möglichen Geschäftsobjekte. Auf jeder gewünschten Ebene und in allen gewünschten Sprachen. Ermöglicht über einen Resolver-Service, der entweder in Eigenregie oder von GS1 betrieben wird. Ist man nur an bestimmten Inhalten interessiert, gibt es dafür sogenannte Link-Types. Diese Link-Types sind von GS1 standardisiert. Inzwischen gibt es schon eine ganze Reihe, zum Beispiel Infos zu Allergenen, Zertifikaten, Beipackzetteln, Händlern, Traceability, Videos, Stammdaten und vieles mehr. Link-Types muss eine App bzw. Software einer GS1 Digital Link URI einfach anfügen, was für Stammdaten so aussieht und für Arznei-Beipackzettel so. Beispiel: Angenommen, wir möchten Rezeptideen zu einem Produkt haben. Dann bräuchte eine App bzw. Software nur eine Anfrage nach diesem Schema zu stellen und kann die Rezeptidee an die Anwender zurückspielen. Appetit auf GS1 Digital Link bekommen? Dann ist ein erster guter Anlaufpunkt gs1.org/standards/gs1digital-link, wo sowohl der Standard als auch die Implementation Guideline kostenlos bereitstehen. Und nicht nur das. GS1 bietet zusätzlich Open-Source-Software und Tools, wie zum Beispiel ein interaktives Web-Frontend zur Erzeugung und Prüfung von GS1 Digital Link URIs. Alles, was man zum Loslegen braucht, ist also da. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.